den Beerenlikör habe ich von Cookie Doo und dazu benötigen wir 450 Gramm aufgetaute gemischte Beeren, 300 Gramm Wasser, 150 Gramm Zucker, 30 Gramm hausgemachten Vanillezucker, den Link dazu findet ihr unten in meiner Infobox und 300 Gramm Rum. Ihr könnt auch anstelle Wodka nehmen, wenn ihr keinen Rum mögt, das ist auch in Ordnung. So, dann legen wir mal los. Ich habe mir das Rezept schon rausgesucht, jetzt drücken wir nur noch auf Starten. Hier stehen jetzt nochmal die Zutaten, die wir brauchen. Ach ja, außerdem brauchen wir noch ein feines Sieb. Als erstes geben wir die Beeren in den Mixtopf hinein. So, 300 Gramm Wasser. 150 Gramm Zucker. Und 30 Gramm Vanillezucker. Deckel drauf. Messbecher nicht vergessen. Und das wird jetzt für 15 Minuten bei 90 Grad erwärmt. Auf Stufe 2. Wie ihr seht, habe ich mir hier schon mal ein Sieb vorbereitet und das müssen wir jetzt alles durch das Sieb sein. So, und die Flüssigkeit geben wir jetzt wieder zurück in den Mixtopf. Jetzt geben wir noch die 300 Gramm Rum dazu. Mischen wir das noch für 10 Sekunden auf Stufe 3 und dann füllen wir das direkt in sterilisierte Flaschen ab.